Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Dragonest. So, ich bin wieder da und ja, das Video wird wahrscheinlich ein paar Stündchen später kommen, als es geplant ist. Nämlich um 12 ist es ja eigentlich immer geplant. Aber das wird auf jeden Fall nichts werden. Wahrscheinlich. Schätze ich jetzt einfach mal. Ich muss hier mal noch alles nehmen. Ah, ich habe keine freien Plätze. So, ich habe versucht gleich mal alles irgendwie auf die Reihe zu bekommen, dass ich ja alles mal erzähle, wieso, weshalb, warum das so gekommen ist, aber ich muss erstmal meinen Postanhang eigentlich auch gleich nochmal rausnehmen, weil sonst geht das Zeug irgendwann mal weg. Ah, ich habe hier schon alles. Okay, zack. Wie sieht's hier aus? Ah, haben nicht allzu viel. Ja, komm, weg damit. Was ist das? Also das war TP-Siegel, okay. Nehmen wir mal das noch weg. Dreijadebeutel brauchen wir nicht. Können wir nicht wegschmeißen. Und den Juwelenbeutel, ja komm, weg damit. Weg damit. Brauch Platz. Ja komm, die Materialien könnte ich zwar natürlich auch an den Dingen klatschen. Handelsagenda oder sowas in die Richtung, aber lohnt alles nicht. Oh, ich liebe es hier, wenn ich keinen Platz im Inventar habe. Ich liebe es einfach. Das ist so geil, ne? So, okay. Müsste zumindest ein bisschen Platz sein erstmal. Ich will einfach nur das Equipment haben. Weil, wie ihr ja wisst, kann es natürlich immer mal passieren, dass die Post gelöscht wird. Und dementsprechend wäre es dann sehr ärgerlich. So. meine Güte. Krank werde ich auch noch. Nee, krank werde ich nicht. Aber wo war denn jetzt das letzte hier? Da war aber noch irgendwo was gewesen. Okay. Noch irgendwo was drin. Hier ist überall noch was drin. Okay. Gut, zack. Keinen Platz mehr. Naja gut, das wird schon noch ein bisschen bleiben. Hoffe ich einfach mal. So, gut. Jetzt, ich muss mal schauen, ob ich ein bisschen Platz noch im Lager habe. Das wäre natürlich schon mal eine gute Sache. Beziehungsweise nehmen wir gleich mal noch die täglichen Questen noch nebenbei noch mit an. So, und dann kann ich ja schon mal ein bisschen was erzählen, was denn jetzt so los war, dass ich sogar das mal pausieren musste. Also Nummer 1 ist, dass ich mich erstmal wirklich sehr gefreut habe über die Resonanz. Unter meinem Ankündigungsvideo, in Anführungsstrichen. Und ja, also wie gesagt, hat ein paar Likes abbekommen und das zeigt mir eigentlich im Grunde genommen, dass ihr ja zufrieden mit wart mit der Information ein Stück weit, dass ich sie euch so gegeben habe, weil es kann ja doch immer mal passieren, dass da irgendwo was dazwischen kommt oder sowas in die Richtung, ne? Das ist ja doch nun ganz normal. Und dementsprechend war ich halt wirklich schon mal erstmal ganz froh gewesen, dass das Video soweit okay ankam, dass ihr halt ja ein gutes Feedback halt darunter gegeben habt, ganz einfach, ne? Und das macht einen irgendwo halt auch ein bisschen froh und stolz auch ein Stück weit, dass halt die Arbeit und beziehungsweise halt auch die Gedanken, die man sich halt dazu ein Stück weit macht, dass die halt auch ja gewürdigt wird halt ganz einfach. Der nächste Punkt ist ja, warum das jetzt eigentlich mit dem Ankündigungsvideo dann so gekommen ist. Ja, ich habe ein bisschen Real Life gemacht und ja, das war insgesamt betrachtet dann wohl scheinbar doch ein bisschen zu oder beziehungsweise zu viel und ich habe es leider nicht geschafft. So, angefangen halt davon, dass halt immer irgendwelche Sachen sowieso immer irgendwas ansteht. Es war dann halt insgesamt ein bisschen viel Real Life und wenig Zeit für Spielen und so weiter und ja, wie soll man sagen, ja gut, ich war ein bisschen feiern gewesen und ja, am Ende blieb halt keine Zeit mehr, auch in Anbetracht von Vorbereitung und Co., sich da genügend drauf vorzubereiten. Ich habe es halt leider Gottes halt nicht wirklich geschafft. Nee, hier, das wollten wir gar nicht annehmen, hier den Schüssel. So, dann muss man gucken, wir müssen ins Schattenreich wahrscheinlich, ne? So, wir werden da auch wirklich diesmal nur eine kurze Folge rausmachen. Das heißt, wir gehen hier auch auf normal rein, damit die Folgenlänge nicht allzu groß wird, aber dass ihr erstmal wieder etwas habt, womit ihr euch begnügen könnt sozusagen.
Und morgen geht es dann wieder ganz normal dann wieder weiter. Ist jetzt sozusagen, naja, eine Nachtaufnahme. Also wir haben es jetzt Sonntagnacht um 2 oder sowas in die Richtung, keine Ahnung. Und wie gesagt, wird dann später erst erscheinen etwas. Genau, um 14 Uhr vielleicht, 15 Uhr Maximum. Und ja, der Rest wird dann wieder ein bisschen mehr vorproduziert werden, hoffe ich zumindest. Und ja, die Sache ist halt die, dass ich ja, wie gesagt, man braucht ja für das Video, braucht man ja, keine Ahnung, also 15 Minuten Video braucht circa eine Stunde zum Rendern. Und dann zusätzlich noch halbe Stunde, 25, 20 Minuten, halbe Stunde zum Hochladen. Und dementsprechend habe ich es leider nicht ganz geschafft. Zum einen halt auch wegen jetzt terminlich und zum anderen halt auch zeitlich. Und naja, wie soll man sagen, als ich an dem Tag, also das Video halt noch aufgenommen habe, das Ankündigungsvideo, ja, da war ich auch noch ein bisschen leicht angetrunken, sagen wir es mal so, aber ich hoffe, man hat es nicht wirklich unbedingt rausgehört. Was heißt leicht angetrunken? Also war schon geschehen, beziehungsweise war sowieso schon der nächste Tag halt im Grunde genommen, aber man hat schon noch ein bisschen die Nachwirkungen ein Stück weit halt gemerkt, ne? Aber muss halt auch mal sein, ne? Und so häufig mache ich das ja eigentlich auch nicht und bin halt, ja, wie soll man sagen, also dem Alkohol an sich, also ich sag's mal so, in Maßen halt, ne? Und das ist halt auch das Motto für euch, oder sollte das Motto für euch sein. Das möchte ich euch damit halt auch ein Stück weit vermitteln und rüberbringen. Und ja, deswegen, ja, ihr könnt gerne trinken, aber ja, nicht so viel halt irgendwie, ne? Also keine Ahnung, nicht, dass ihr irgendwie wirklich halt da vielleicht gegebenenfalls in eine Sucht oder so verfallt. Und das muss halt am Ende nicht sein. Sowas kann halt euer Leben oder euer Privatleben dann schon ganz stark beeinflussen, meiner Meinung nach. So. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der große, mega krasse Fan dann auch immer vom Großen weggehen, muss ich sagen. Also wie soll ich das sagen? Also ich gehe auf jeden Fall sehr gerne weg, ja. Aber es ist halt auch so, dass ich auch nicht wirklich jedes Wochenende unterwegs sein muss oder sowas in die Richtung, ne. Wobei, das ist bei mir schon in letzter Zeit, da muss ich mich auch nochmal ein Stück weit korrigieren wieder. Dass es auch bei mir ein Stück weit wieder so ist, dass ich irgendwie, wie soll man sagen, ich die Action halt auch ein Stück weit halt brauche, ne? Dass halt irgendwie immer irgendwo was los sein muss, irgendwie was Spezielles halt irgendwie los sein muss. Das habe ich jetzt wirklich so seit einem Jahr oder sowas in die Richtung, dass halt, ja, man halt nicht so, keine Ahnung, wie soll man sagen, nicht so zur Ruhe kommt jetzt vielleicht nicht, aber, also mit Ruhe hat das jetzt weniger zu tun, aber, dass man halt irgendwie, keine Ahnung, dass einem auch relativ schnell mal, nicht langweilig, aber dass es, ja, dass halt irgendwie immer was los sein sollte, ne? Und so, wir sind sogar schon beim Boss, hätte ich vielleicht nochmal ein Stück nach oben gehen sollen, vom Schwierigkeitsgrad her, aber okay. Uiuiuiuiuiui. Bam. Ja, ging ja schnell, ne? So, dann können wir halt auf jeden Fall noch die Questen halt noch abgeben. Und dann wird die Folge halt auf jeden Fall mal ein bisschen kürzer. Weil ich ja auch ganz gerne gleich schlafen möchte und so. Und ja. So. Ja gut, S1, okay. Ist auch alles ganz normal. Zack. Hat mich übrigens, wie gesagt, hat mich ja so im Allgemeinen... Ey, komm schon. Hoffentlich, es geht hier weiter, ja. Okay, habe mich ja, wie gesagt, relativ gefreut halt über die Resonanz auf das Video. Und dadurch kann ich, packe ich halt auch nochmal ein paar Daten halt mal mit rein. Die mich halt doch, ja, ganz gut erfreuen eigentlich, kann man ja auf jeden Fall schon sagen. Ja, erfreuen im Sinne von, kann ich ja mal ein paar Aufrufstatistiken halt mal so mal mit nennen. Also, mein Kanal ist aktuell auf einem guten Wege zu wachsen. Und das natürlich in erster Linie auch dank euch. Hä? Naja, und keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwas um die 6000 Aufrufe gehabt. Also wie gesagt, ihr könnt das ja auch irgendwo, es gibt so viele Seiten, wo YouTube-Statistiken ausgelesen werden. Das heißt, es ist ja kein offenes Geheimnis, wie viele Aufrufe ich habe. Oder ihr, keine Ahnung, ihr könnt halt zum Beispiel schauen,
bei, keine Ahnung, halt, wenn er vergleicht halt meine Aufrufzahlen oder Abonnentenzahlen oder sonst irgendwas, wenn ihr das halt ein Stück weit vergleicht halt, ne? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also wie gesagt, das ist ja letztlich kein Geheimnis, ne? Wie gesagt, April, so über Ostern waren es irgendwas um die 6000 Aufrufe insgesamt. Auf, keine Ahnung, ich glaube 40 Abonnenten oder so. Also die Leute, die neu auf meinen Kanal gestoßen sind, herzlich willkommen und ja, Dankeschön fürs Abonnieren halt auf jeden Fall schon mal. Und ich hoffe, ihr habt, schaut euch noch weitere Videos halt so an. Und ja, wie gesagt, ich habe meistens so irgendwie, keine Ahnung, so viele positive Feedbacks bezüglich Likes oder sowas in die Richtung habe ich gar nicht. Deswegen war das mit dem Video schon relativ viel, weil es halt, keine Ahnung, war halt einfach nur ein dahingeklatschtes Video halt im Grunde genommen. Und das hat mir eigentlich gezeigt, ja, achso, ja, was mache ich denn hier? Nichts mehr weiter. Passiert jetzt auch nicht mehr viel. Ja, das hat mir eigentlich im Grunde genommen halt genau gezeigt, dass das, was ich hier mit YouTube so mache und wie viel Zeit ich da eigentlich reinstecke, dass das doch, ja, auf jeden Fall richtig ist. Und keine Ahnung, also ich habe halt, wie gesagt, circa 100 Likes im Monat oder sowas in die Richtung und alleine auf dieses Video, was halt wirklich dahin geklatscht wurde, was halt einfach nur das Ankündigungsvideo ist, und waren halt einfach mal 3 Likes sozusagen drauf, was für mich halt und für mich als kleinen Kanal ja doch relativ viel ist. Und das hat mir halt doch schon ein Stück weit halt gezeigt, ja, okay, da ist Verständnis da, meine Arbeit wird gewürdigt und ja, war halt auf jeden Fall ein schönes Gefühl und das wollte ich euch halt nur so mal noch mit auf dem Wege geben. Ja, wie gesagt, wir werden uns dann morgen in der morgigen Folge, werden wir uns dann nochmal ein bisschen mehr um die Geschehnisse, was jetzt so die letzten Tage bei mir so los war, drum kümmern. Das war jetzt erstmal nur noch mal eine kleine Folge zum Einstieg. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie immer. Und ja, lasst doch ein kleines Feedback da. Da freue ich mich auch immer drüber. Bis zum nächsten Mal. Ciao.